Der IS hat ein Video veröffentlicht, das angeblich die Präsenz seiner eigenen Polizeikräfte in Libyen zeigt. Die sogenannte islamische Polizei, die in Uniformen auf den Straßen von Sirte patrouilliert, der IS-Hochburg in dem nordafrikanischen Staat. Es wird angenommen, das Video wurde vom IS veröffentlicht, um den Griff um die libysche Stadt zu festigen. Die Terrorgruppe hält mittlerweile Territorien weit ab von Syrien und dem Irak. US-Beamte verglichen das kürzlich mit einem wachsenden Tumor. Im Irak und in Syrien hat der IS ein paar erhebliche Rückschläge erlitten. Das bedeutet nicht, dass sie keine Gefahr mehr darstellen. Das tun sie. Wir haben gesehen, dass sie versuchen, in Nordafrika Fuß zu fassen. Obwohl wir daran arbeiten, den IS in Syrien und dem Irak zu besiegen, wo dieser Tumor gewachsen ist, sehen wir, dass der IS auch anderswo Metastasen herausbildet. Der IS konzentriert sich derzeit auf seine Hochburg in Sirte, könnte jedoch lokale Allianzen suchen, um sein Territorium auszuweiten. Das birgt die Gefahr, dass sich weitere ausländische Kämpfer der Terrorgruppe in Libyen anschließen. Derzeit konzentriert sich die Präsenz in Libyen auf das Gebiet rund um die Hochburg Sirte. Die Gruppe ist eine Gefahr mehr darstellen. Das tun sie. Wir haben gesehen, dass sie versuchen, in Nordafrika Fuß zu fassen. Obwohl wir daran arbeiten, den IS in Syrien. Der IS hat ein Video veröffentlicht, das angeblich die Präsenz seiner eigenen Polizeikräfte in Libyen zeigt. Die sogenannte islamische Polizei, die in Uniformen auf den Straßen von Sirte patrouilliert. Der Beamte verglichen das kürzlich mit einem wachsenden Tumor. Im Irak und in Syrien hat der IS ein paar erhebliche Rückschläge erlitten. Das bedeutet nicht, dass sie kann, Syrien und dem Irak zu besiegen. Wo dieser Tumor gewachsen ist, sehen wir, dass der IS auch anderswo Metastasen herausbildet. Der IS konzentriert sich derzeit auf seine Hochburg in IS-Hochburg in dem nordafrikanischen Staat. Es wird angenommen, das Video wurde vom IS veröffentlicht, um den Griff um die libysche Stadt zu festigen. Die Terrorgruppe hält mittlerweile Territorien weit ab von Syrien und dem Irak. US